Jo, und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Freunde, es wird Zeit, Yu-Gi-Oh! Zexal so langsam zu beenden. Wir kommen zu dem Duell, die neue Welt. Wir kommen zu dem absolut crazy Part von Zexal mit Dawn 1000 und Zexal 3, by the way. Also Zexal ist sozusagen die Fusion aus Yuma und Astral. Nicht wirklich Fusion, Zexal Morph, wie auch immer. Es ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist Dawn 1000 mehr oder weniger unser absoluter Endboss. Und Zexal 3, könnt ihr euch vorstellen, ist sozusagen wie Gear 3 aus One Piece. Es ist halt wirklich einfach nur eine verstärkte Version einer Technik, die sie zuvor gelernt haben. Gut, wir starten mit Doppel-Gagaga-Magier. Wir müssen First gehen, wir dürfen keine Karte mehr ziehen. Zexal-Waffe, Tornado-Bringer. Tölpel über Tölpeln. Es sieht sogar eigentlich ganz okay aus. Wir beschwören unseren Gagaga-Magier. Und wir haben zwei Karten, die wir verdeckt spielen können. Und das müsste eigentlich passen. Nein, wir können das nicht in die Zone legen, wo Zwangsevakuierungsgerät liegt. Imagine einfach Fallenkarten aufeinander verdeckt spielen. Das wäre auch mal eine Mechanik. Das gibt's noch nicht. Das wäre interessant. Aber ja, wird wohl nicht passieren. Stern-Seraph-Speer. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Stern-Seraph-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, welches Stern-Seraph-Monster er beschwört. Und er beschwört einen weiteren Stern-Seraph-Speer. Das ist in Ordnung erstmal. Dann macht er eine Xyz-Beschwörung zu. Ich bin gespannt. Nummer 103, Ragnar 0. Er verfügt über die Nummern. Also die Nummern über 100. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst eine Xyz-Mana von dieser Karte abhängen und dann einmal auf einer Angriffsposition wählen, dass der Gegner kontrolliert und das derzeitige ATK sich von seinem Grund-ATK unterscheidet. Zerstöre es und falls du dies tust, ziehe eine Karte. Ich meine, kann er jetzt eh nicht machen, aber wir drücken einfach trotzdem Zwangsevakuierungsgerät, falls er doch noch eine Möglichkeit findet, unsere Angriffspunkte zu manipulieren. Und schicken das Ding vorher einfach zurück ins Extra-Deck. Und damit ist sein Zug zu Ende. Ragnar 0, Kassier, Compose, Pass. So viel dazu. Ja gut. Mal schauen, was wir im Extra-Deck haben. Wir haben Utopiastrahl, Sieg. Wir haben Utopiastrahl. Wir haben Himmel-Pegasus. Einfach spielst du, du kannst eigentlich nicht mehr von dieser Karte abhängen und dann offensichtlich mal zu lassen, zerstöre es sei denn, dein Gegner zahlt 1000 Lebenspunkte, um diesen Effekt zu annullieren. Das ist so ein dummer Effekt. Utopia, Terrorbite, Blutroter, Schattenrüstungsninja, den haben wir immer irgendwie. Das ist so random, okay. Du kannst eigentlich nicht mehr von dieser Karte abhängen, die spielst du kannst auf eine Linie und seitdem du kontrollierst, wird durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden, okay. Big Eye, Excalibur, Gagaga Cowboy. Ich würde fast sagen, also wir können theoretisch unsere Stufe komplett manipulieren, weil wir Gagaga Magier und noch ein Gagaga Magier oder theoretisch sogar Gagaga Mädchen haben. Ich würde aber sogar sagen, wir gehen einfach auf Utopia, jetzt mal ernsthaft. Weil alle anderen lohnt sich nicht so wirklich. Ich meine, Big Eye könnte gut sein, aber Utopia hat halt wenigstens einen Schutzeffekt. Ich finde es so random, wie wir mit Yuma's Deck literally die Möglichkeit haben, jedes Xyz-Monster zu beschwören, von Stufe 1 bis 8, weil Gagaga Magier ja die Stufen manipulieren kann. Aber wir gehen trotzdem immer auf Utopia, weil es irgendwie immer dann in dem Moment die nützlichste Variante ist. Aber was soll's. Dann gehen wir auf Nummer 39, Utopia. Wir haben Tornado-Bringer. Damit können wir dann Utopia auch noch ausrüsten. Wir beschwören den 39. Bruder in die Main-Monster-Zone. Mit 2500 Angriffspunkten. Gleich hat er noch ein paar mehr. Nein, wir wollen nicht Tölpel über Tölpeln aktivieren. Sondern wir wollen ihn mit 6. Waffe Tornado-Bringer ausrüsten. Dann hat der 3800 Punkte. Und, solange diese Karte ein Monster ausrüstet, kann das Monster nicht als Ziel für Karteneffekte deines Gegners gewählt werden. Das ist echt gut. Falls ein Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, Kampf zerstört wird, zerstöre ich stattdessen diese Karte. Also. Ja. Was willst du machen, Dawn 1000? Sag schon. 3800 Damage für dich. Ich würde sagen, wenn er jetzt nicht irgendeine krasse Combo startet, um das zu kontern, dann war's das schon. Was kommt jetzt? Er überlegt.
überlegt, erwartet. Oh, Sternseraph Weiser. Er kann eine Zauberkarte auf den Friedhof legen, um mein Sternseraph-Monster als Spezialbeschwörung von der Hand zu beschwören. Das wird er jetzt... Nein, das tut er nicht. Aber Großramme kann er spezial beschwören, weil wir ein Xyz-Monster kontrollieren. Das bedeutet, er wird jetzt höchstwahrscheinlich wieder auf Ragnar 0 gehen. Nein, er beschwört noch ein drittes. Und dann macht er mit den beiden Ragnar 0. Nein, lautlose Ehre Arg. Oh, okay. Okay. Theoretisch könnte er Utopia da dranhängen, aber er kann ja Utopia nicht als Ziel für Karteneffekte wählen, dank unserem Tornadobringer. Und auch Ragnar 0 hätte ihn nicht als Ziel wählen können. Es ist so schade, weil er theoretisch halt sogar die Möglichkeit hätte, quasi seine, also Utopia loszuwerden, aber er kann ihn einfach nicht als Ziel wählen. Und deswegen, ja, bringt ihm das irgendwie so gar nichts. Falls du Gagaga-Monster außer Gagaga-Kind kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Wenn du dies tust, du kannst ein Gagaga-Monster mit einer anderen Stufe als dieser Karte wählen, dass du kontrollierst. Die Stufe dieser Karte wird dieselbe wie die Stufe des Monsters. Du kannst in diesem Spielzug keine Battle-Phase durchführen. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, in diesem Zug zu gewinnen? Ich überlege gerade. Wir könnten theoretisch mit Utopia sein Ding angreifen, dann kriegt er 2-2 Schaden. Dann hat er 2000. Wir kommen aber nicht auf 2000 mehr Schaden. Wir könnten theoretisch Tölpel über Tölpeln aktivieren, Gagaga Magier abwerfen oder das Ding abwerfen, dann verliert er nochmal Punkte, dann machen wir ein bisschen mehr Schaden, aber das reicht trotzdem nicht. Also in diesem Zug können wir nicht gewinnen. Das Ding gibt zwar unsere Battle-Phase, aber wenn wir in diesem Zug eh noch nicht den OTK machen können, dann ist es eigentlich egal. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf Gagaga Magier und wir benutzen seinen Effekt und gehen auf Stufe 7. Und dann können wir Gagaga Kind von unserer Hand spezial beschwören und dann ein Gagaga Monster wählen, das wir kontrollieren, mit anderen Worten Gagaga Magier, und er teilt jetzt seine Stufe. Das bedeutet, wir haben zwei Stufe 7 Monster, und das bedeutet wiederum, wir gehen jetzt auf Nummer 11. Großes Auge. Ich will immer Nummer 7 sagen, aber das ist Rang 7, nicht Nummer 7. Nummer 11, großes Auge im Angriffsmodus. Auch so eine coole Karte. Fast schon schade, dass die keine Animation bekommt, weil... Also das Ding könnte halt wirklich echt bedrohlich aussehen, ne? So dieses riesige Auge in dieser spitzen Nadel, keine Ahnung. Wir aktivieren den Effekt. Wir hängen unseren Gagaga Magier ab. Und klauen uns seine lautlose Ehre Arg. Einfach mal kurzerhand das beste Monster von ihm geklaut. Wir können leider das Ding nicht einsaugen, weil es normal beschworen wurde und nicht spezial beschworen. Aber so ist das halt. Wir können nicht angreifen wegen dem Effekt von Gagaga Kind. Aber wie gesagt, wir hätten in diesem Zug, zumindest falls meine Berechnungen korrekt sind, nicht gewinnen können. Feuerhand, das könnte durchaus nervig sein, aber das kriegen wir schon hin. Das ist kein Problem. Denn wir annullieren einfach den Angriff. Mit Nummer 39 Utopia, indem wir Gagaga Mädchen abhängen. Und dann passt das auch schon. Big Eye sagt, nur er kann nicht angreifen, aber wir können unsere Battle-Phase durchführen. Lautlose Ehre Arg! Okay, was machst du jetzt? Wenn du schlau bist, dann klaust du Big Eye. Auf der anderen Seite können wir auch einfach mit Lautlose Ehre Arg sein, lautlose Ehre Arg klauen. So, es ist eigentlich egal, was er geklaut hätte. Wir könnten einfach trotzdem sein Monster übernehmen. Aber lautlose Ehre Arg kann es nur als Material dranhängen. Big Eye könnte das Monster auf unsere Seite holen. Was macht das? Während jeder Endphase deines Gegners, du als Live-Monster in Höhe der Anzahl der Wahl in den Kampfstadt erinnerst, wenn dein Monster so kontrolliert als Angriffstier gewählt wird, du kannst egal auf dem Friedhof legen, leere den Angriff, dann beschwöre ein Monster. Ja gut, es wird kein Nummermonster von ihm als Angriffsziel gewählt werden, denn wir benutzen jetzt einfach den Effekt von... Warum können wir den Effekt nicht benutzen? Oh, es muss sein Monster in Angriffsposition sein. Okay, das wusste ich nicht. Es muss ein Monster in Angriffsposition sein, dann können wir das gar nicht ausrüsten. Aber gut, während ihr da in Phase des Gegners du jetzt... Annulliere den Angriff, dann beschwöre ein Nummer C-Monster mit derselben Nummer in seinem Namen wie das Nummermonster, das du kontrollierst, als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, in dem du es als Xyz-Material verwendest. Gut. Dann,
Machen wir es einfach so. Wir greifen mit lautloser Ehre Ark an. Nein. Okay, er benutzt erst den Effekt von lautloser Ehre Ark. Damit er nicht zerstört wird. Das hat er noch nicht benutzt. Er hat auch noch keinen Kampfschaden genommen. Ich könnte jetzt nochmal angreifen, aber dann kann er den Angriff annullieren und Dark drauflegen. Warum soll ich das tun? Gibt's noch keinen Grund zu. Das Ding liegt da jetzt mit 1000 Def und macht nichts. Eishand! Okay, er könnte damit angreifen, sie selbst zerstören, eine Zauber oder Falle von uns zerstören und dann Feuerhand beschwören, welche wiederum ein Monster zerstören könnte. Also das wäre sehr nervig. Deshalb gut, dass wir das mit Utopia nochmal annullieren können. Wir ziehen eine Karte, es ist Xyz Wiedergeburt. Kritisch jetzt, was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Ich würde sagen, wenn wir, muss das in Angriff beschwören? Nein. Ich glaube, wir machen es folgendermaßen. Also, wir greifen mit lautlose Ehre Arc, seine lautlose Ehre Arc an, dann aktiviert sich der Effekt vom Thron von Dorn 1000. Und er kann lautlose Ehre Dark beschwören. Im Verteidigungsmodus. Nein, wir wollen keinen Effekt aktivieren. Dann können wir aber mit Utopia zumindest seine lautlose Ehre Dark angreifen. Dann wird er wieder beschworen und er kriegt 2800 Lebenspunkte. Aber er hat immerhin kein Xyz-Material mehr. Dann gehen wir in die Main Phase 2. Aktivieren den Effekt von Ark. Hängen die beiden ab. Und hängen sein Monster an uns dran. Und da sein Monster im Verteidigungsmodus lag, hat er keinen Schaden genommen. Aber hat er eh dieses Don 1000 Ding nicht mehr auf dem Feld. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir legen Utopia-Strahl auf Utopia drauf. Weil der sich sonst bei einem Angriff selbst zerstören würde. Haben wir ein Xyz-Monster im Friedhof? Wir haben Big Eye. Das heißt, das könnten wir mit Xyz Wiedergeburt zurückholen. Dann spielen wir das verdeckt. Ich muss sagen, die Hände nerven schon sehr. Die Hände sind schon sehr, sehr stark. Targeted, das ist wichtig zu wissen. Das targeted. Das bedeutet, er kann aber die hier als Ziel wählen und dann könnte er mit Feuerhand die als Ziel wählen. Auf der anderen Seite könnten wir das hier benutzen, um zumindest die Punkte zu reduzieren, damit er mehr Schaden nimmt, aber das macht nicht so viel Sinn. Ich würde tatsächlich sagen, wir aktivieren Sechselwaffe Tornadobringer erneut und rüsten es diesmal an Utopia-Strahl aus. Dann ist zwar Tölpel über Tölpel tot, aber das ist besser so. Dann beenden wir unseren Zug. Er hat jetzt ein paar mehr Lebenspunkte als gerade, aber wir haben ihn zumindest, soweit es geht, outplayed. Würde des Mächtigen bringt halt gar nichts, weil unsere Monster keine Stufen, sondern Ränge haben. Er greift an. Dagegen können wir jetzt nichts machen. Seine Eishand zerstört sich. Er kriegt 700 Schaden und er kann eine Zauberfalle von uns zerstören und zerstört Tornadobringer. Durchaus verständlich. Dann beschwört er Feuerhand. Damit wird er dann auch angreifen und Schaden nehmen. Nein, er greift nicht an. Vielleicht hat er auch einfach keine Eishand mehr im Deck. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir aktivieren schon mal unsere Xyz Wiedergeburt. Und holen Big Eye zurück. Dann hängt sich Xyz Wiedergeburt als Material da dran.
Und dann sind wir am Zug und wir ziehen Gagagakind. Ich würde ungern nochmal ihm die Möglichkeit geben, eine seiner Hände zu benutzen. Weil er könnte damit halt, wie gesagt, eine zweite Eishand vom Deck beschwören, eins unserer Monster zerstören, dann würde das noch das hier zerstören und dann könnte er eventuell eine dritte Feuerhand beschwören, die würde dann noch ein Monster von uns zerstören, das wäre alles doof. Deswegen machen wir es folgendermaßen. Wir aktivieren den Effekt von Big Eye. Hängen Xyz Wiedergeburt ab. Holen uns einfach die Feuerhand auf unsere Seite. Dann werden zwar die Punkte etwas reduziert wegen der Bürde des Mächtigen. Aber das sind 4, 6, das sind 5, 8. Plus 800 von Gagagakind, beziehungsweise 600 durch die Bürde des Mächtigen. Das sind 6400. Das müsste reichen. Ich glaube nicht, dass der Friedhofseffekte hat. Wir greifen an mit Feuerhand. 1200. Wir greifen an mit Gagagakind. 600, okay? 600, die tatsächlich relevant sind. Wir greifen an mit lautlose Ehre Arc. Und wir greifen an mit dem Bruder, der die ganze Zeit schon da liegt, beziehungsweise zwischenzeitlich eine Chaos-Xyz-Evolution hinter sich gebracht hat und der uns letztendlich mit 6 Waffe Tornado-Bringer dieses Duell gewonnen hat. Utopiastrahl. Sonnenaufgangs-Chaos sieht man an der Stelle, Freunde. Easy. Easy. Don 1000 besiegt. Ich muss sagen, er hatte ein paar Sachen, die nervig waren. Ich muss sagen, seine permanente Zauberkarte war sehr nervig und seine Hände waren sehr nervig. Und lautlose Ehre Dark hat es ein bisschen schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen, aber das war kein Problem, das haben wir easy outplayed. So viel dazu. Die Schlacht der drei Welten. Und danach haben wir nur noch ein Duell. Danach haben wir nur noch das Duell Yuma gegen Astral. Ich weiß nicht, wie lange dieses Duell jetzt hier dauern könnte. Ich würde sagen, wir starten es einfach mal. Und falls wir das schaffen sollten, heute noch, dann haben wir beim nächsten Mal Yuma gegen Astral. Ähnlich intensiv wie das Duell Yugi gegen Atem, was wir ja aktuell parallel dazu auch in Legacy of the Duelist spielen. Also heftige Duelle, die auf uns zukommen. Auf jeden Fall auch eine heftige Starthand mit Gagaga Magier, schlimmes Desaster, Spiegelkraft. Das will man doch sehen. Spielzeugritter kann nicht gespecialt werden, falls dein Gegner mehr Monster als du kontrolliert. Kann man ihn dann doch specialen? Kann ich vom Deck gespecialt werden? Okay, man kann ihn von der Hand specialen, wenn diese Karte so machen. Du kannst einen Spielzeugritter als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Wir haben keinen weiteren Spielzeugritter. Du kannst den Effekt von Regenbogen, Kuribu nur einmal pro Spielzug verwenden, wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert. Du kannst das angreifen, wenn ein Monster wählen, rüste das mit dieser Karte von deiner Hand aus. Das kann ich angreifen, wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, solange ich die Karte empfunden kannst. Ja, gut, das ist, wenn der Gegner angreift. Das ist uns eigentlich gerade egal. Normal Summon, Gagaga Magier. Dann spielen wir zwei ultra krasse Fallenkarten verdeckt. Spiegelkraft und. Spiegelkraft aber nicht für Monster, sondern für alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld. Und wir beenden unseren Zug. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber wir haben Spiegelkraft. Oh, der siebente. Man könnte fast meinen, es ist der Nachfolger des sechsten. Das tut weh. Er beschwört Galaxieaugen Tachyondrache und dann benutzt er ihn sofort als Material. Oh nein. Für Neo Galaxieaugen Tachyondrache. Der auf der anderen Seite der Galaxieaugen stehenden Drachen. Speerhai. Warte mal, kann das Ding durch Karteneffekte zerstört werden? Das wäre echt cool. Ja, du kannst eigentlich mal bis zum Ende des Anomalie-Effekte aller anderen offenen Karten, die sich derzeit auf dem Spielfeld befinden. Dein Gegner kann weder Karten noch Effekte auf dem Spielfeld aktivieren. Okay. Hätte er aber machen sollen. Dann könnte ich jetzt keine Fallenkarte aktivieren. Ja, falls diese Karte nochmal. Du kannst zwei Monster als. Lol. Spiegelkraft! Bye! Dein Drache war einmal, Nash. Schlimmes Desaster wird das Ding hier später noch zerstören. Ich weiß nicht, ob das relevant sein wird. Kagetokage, oh mein Gott, wir haben Combo. Okay, wir beschwören Spielzeugritter im Angriffsmodus. Dann, da wir ein Stufe 4 Monster beschworen haben, können wir Kagetokage von unserer Hand beschwören. Ebenfalls im Angriffsmodus. Gagaga Magier mit 1500, unser stärkstes Monster, obwohl alle Stufe 4 sind. Das ist auch mal ein Statement. Gagaga Cowboy Nummer 39, Utopia oder Himmelspegasus, wisst ihr was? Utopia ist einfach MVP, okay? Und Utopia ist nicht mal so ein gutes Rang für Xyz-Monster, aber was soll's? Nummer 39 ist es, erneut.
Nummer 39. Utopia. In die Zone der Setcard, in die Zone von Schlimmes Desaster. Wenn er jetzt McKnight spielt, dann haben wir ein Problem. Ja, und ich würde sagen, wir greifen an. Das sind 4000 saftige Schadenspunkte. Nein. Dann greifen wir mit Utopia an. Wenn das nochmal so durchgeht, dann haben wir gewonnen. Aber wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen, okay? Wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Diesmal keinen siebenten gezogen. MST auf Schlimmes Desaster nehme ich. Ist okay. Ein Monster verdeckt. Nicht allzu bedrohlich. Falls dein Gegner ein offenes Monster kommt, kannst du dir gar nicht ein bisschen abschreiben. Okay, und der ist halt gut auf der Hand eigentlich. Gut, das ist eigentlich gar keine Frage. Wir beschwören Großramme. Und dann machen wir eine weitere Rang 4 Xyz-Beschwörung. Ein offenes Monster, das hingeht. Nee, das geht nur bei offenen. Gagaga Cowboy. Oder noch ein Utopia. Angriffe annullieren ist tatsächlich relevant in diesem Spiel. Also machen wir Utopia. Nochmal. Let's go! Er wird ja wohl kein Schicksalsheld Defender da liegen haben, den wir mit Gagaga Cowboy hätten outen können. Wobei Gagaga Cowboy gibt ja keine 1500 dazu, sondern er gibt es selbst 1000 und nimmt dem Gegner 500 Angriffspunkte. Also macht das eigentlich sowieso gar keinen Sinn. Also Utopia ist es erneut. Und wir greifen an. Wir haben insgesamt 4 Angriffe, die wir annullieren können. Will ich an der Stelle nur mal sagen. Das ist ganz in Ordnung. Mota Grizzly. Das ist durchaus nervig. Er beschwört nämlich noch eine. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das angreifen wollen. Das wären 1100 Schaden, aber ich weiß nicht, was er dann beschwören könnte. Rein theoretisch könnten wir das auch lassen. Und dann würde das Ding auf dem Feld bleiben. Falls er versuchen würde, uns anzugreifen, um das zu zerstören und ein Monster zu beschwören, könnten wir das mit Utopia annullieren. Auf der anderen Seite, was soll er auch schon großartig beschwören? Er wird ja wohl jetzt nichts beschwören, was irgendwie unsere Monster zerstören kann. Von daher geben wir ihm einfach den Schaden. Beschwört eine dritte. Okay. Ist halt auch fein. Dann beenden wir unseren Zug. Wie gesagt, falls er gleich angreifen sollte, können wir das ja annullieren. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist jetzt, dass er irgendwie Karteneffekte hat, die zerstören. Aurora-Flügel. Das erinnert mich eher an Rio. Wenn diese Karte ist, du kannst es. Ja, okay, ist auch eigentlich egal. Er macht eine Rang 4 Xyz-Beschwörung. Lautlose Ehre Arc. Okay, damit klaut er uns auf jeden Fall einen unserer Utopias. Also, das ist in Ordnung. Wir haben ja noch einen zweiten. Nein! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Er geht auf Lautlose Ehre Dark. Nein! Damit klaut er noch den zweiten. Das ist uncool. Das ist uncool. Oh, da macht er noch ein Rank-Up! Mit zwei Utopias, lautlose Ehre Arc und lautlose Ehre Dark. Chaos Xyz Barial-Hoffnung! Hilf mir! Und dann holt er das auch noch. Was? Was ist das? Was? Ich sehe nur schwarze Karten! Ich sehe nur eine Million Rank-Ups. Was passiert hier? Warum hat der 5000 Angriffspunkte? Was? Okay, ganz ruhig. Diese Karte hält 1000 ATK für jedes an sie angehängte Xyz-Material. Ja gut, du hast ja auch ein paar Xyz-Monster da drunter liegen. Du kannst einen Nummermonster in deinem Friedhof wählen bis zur nächsten Endphase eines Gegners mit der Name dieser Karte untersetze. Du kannst den Effekt von... Okay. Ja gut, benutzt du den Effekt von Regenbogen-Kuribo. Dann wird er damit ausgerüstet und kann nicht angreifen. Okay. Schaut euch mal an, was für ein Kartenstapel er da liegen hat. Hilfe! Okay, setten wir Gagaga Wache, weil das hat 2000 Death und dann beenden wir unseren Zug. Aber er kann die Effekte durch die Grundeffekte. Oh, MST. Oh nein, jetzt kann sein Monster angreifen! Hilfe! Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir das hier noch outen können. Der hat 5000. Wie soll er das? Und er kann den kopieren. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was ihm das jetzt großartig bringt.
Okay, er hat nur noch 2,5. Dreimal Gaga-Cowboy-Effekt reicht auch nicht aus. Mal ganz davon abgesehen, dass wir nur einen im Extra-Deck haben. Goblin Berg. Komm, wir sind noch im Game. Wir sind noch drin. Das kannst du keinem erzählen. Was war das? Was war das? Und wie hätten wir das verändern sollen? Blechgoldfisch. Kein Effekt. Kein Stufe 4 Monster auf der Hand. Hilfe. Ragnar 0. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt kopiert er den wieder. Weil das bringt ihm wieder nichts. Weil wir keine offenen Karten kontrollieren, deren Effekte er annullieren könnte. Warte mal, Regenbogen-Kuribo. Wir können ihn vom Friedhof beschwören, oder? Ja, damit können wir einen Angriff blocken. Regenbogen-Kuribo, MVP! Krass. Krasses Ding. Aber dann wird er verbannt. Wir können ihn nicht mehr zurückholen. Komm, was ziehen wir? Top-Deck des Jahrhunderts. Jetzt sofort. Überläufer. Nein. Astralkraft. Wir haben kein Xyz-Monster. Das heißt, wir können das nicht aktivieren. Wenn er es jetzt schafft, ein Monster mit 600 Angriffspunkten zu beschwören oder Okazi zu ziehen, dann haben wir verloren. Oh, Kragenrabka. Das tut anders weh. Das tut anders weh. Okay. Ich weiß nicht, wie er... Ich weiß nicht, was passiert ist, dass er das Ding beschworen hat. Aber, ja. So viel dazu. Ich würde sagen, das ist ein etwas größerer Roadblock auf der Road to Astral an der Stelle. Und damit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt gerne eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.